So Leute, und herzlich willkommen zu Devil May Cry 3 HD. Yo, yo, yo. Es ist soweit. Wir sind ja schon Auftrag 17. Mann, oh Mann. Tja, dann werden wir jetzt sehen, was uns erwartet. Wir müssen also unseren inneren Dämon bekämpfen. Sprich, unser Doppelgänger. Das wird ja auch ganz lustig. Ah, was ist das denn hier jetzt wieder für so ein Raum? Auf jeden Fall können wir hier erstmal. Schwebeblöcke. Erinnert mich ein bisschen irgendwie an Mario. Also Jump and Run. Wang, wang. Was ist eigentlich da? Ich weiß es gar nicht. Gucken. Ah, hier ist der Raum des Feuerwächters. Oh, das ist der Sensenmann ja auch noch. Komm schon. Oh Mann, ich mag den überhaupt nicht, wenn er da rum teleportiert. Er mag den schon, den Sensenmann von früher. Der immer hier meint, er müsste sich bekloppt teleportieren. Wow. Ja, du musst ihn nicht immer wegporten. Blödes Kackbohnen. Oh, keiner mag dich, ne? Hat das einer mal schon gesagt? Wow. Haha. Na, Englisch, weg mit dir. Blödes Gespinst. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Da. Ist eigentlich der richtige Weg? Kommen wir da nach oben? Mal gleich schauen. Okay. Sieht danach aus. Oh Mann, ey, die ganzen Wege sind total verzwickt irgendwie. Okay, haben wir das gefunden? Das würde uns jetzt nicht weiterbringen hier, oder? Sieht aus wie ein Fahrstuhl, aber nützt uns jetzt überhaupt nichts. Damn it. Hä? Kommen wir jetzt weiter? Doch nicht richtig hier. Ach komm. Ich guck mal kurz auf der Map. Ach ja, wir müssen ja weiter nach oben. Nein! Scheiß Block! Verschiebt sich einfach da und haut mich da weg. Hui, Super Mario, Jump and Run. Das sieht so abgespaced aus. Mann! Allein schon, wie sie sich hier rumbewegen. Ja, macht's mir noch leichter.
Ja. Ach komm. Also so lange habe ich jetzt nicht Mario gespielt, damit ich das jetzt hier voll so drauf habe. Jump and run. Na, 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 na. Yeah, Mann, ich kann hier voll grooven. Nein. Das ist der magische Würfelraum. Yeah, like the boss. Like the boss, oh yeah. Allein schon, wie sich das alles hier rumbewegt. Oh. Alter, dieser Moment, wenn deine Nase juckt und du kurzt. Ah, oh Mann, ey. Sie juckt. So. Und diese Ablenkung, ne? Komm schon. Oh. Wo machen die jetzt einen Raum mit Würfeln? Logik? Dieser Turm hat sich transformiert in einen komischer Sci-Fi-Kram, finde ich. Das Doofe ist ja, man kann ja nicht mit der Kamera jetzt gucken, wie hoch das ist. Aber hier kommt ein... Ah, Mann! Scheiße, man muss sich also beeilen. Oh, Mann! Mach's mir doch nicht so schwer, was ist los mit euch? Oh, ist übelst kacke eigentlich mit der Kamera. Da war ja früher mal so modern, kann man sagen. Also. Modern würde ich jetzt nicht so sagen, aber war früher so der Style halt. So. War noch nicht jetzt so alles so mega 3D oder so, dass die Kamera jetzt volle Kontrolle hast. Also von der... Wow, Mann! Das Doofe ist ja, eigentlich würde mir dieser Doppelsprung, den ich ja traurigerweise noch nicht gekauft habe, ziemlich nützlich, weil der Doppelsprung hatte ich, glaube ich, früher geholt. Mann! Und man kann eigentlich da, wenn man jetzt runterfällt, trotzdem noch irgendwie hochjumpen, glaube ich. Oder wie wäre das? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da konnte man, wenn man da drückt, dann konnte man nochmal irgendwie hochjumpen. Da kommt Art so eine Plattform unter sich und dann springt man, glaube ich, nochmal höher. Höher als wie sonst. Das ist so der berühmte Doppelsprung, was ja bei den meisten früher Action-Adventures gab. Wow, Mann! Ah, das gibt's doch nicht. Ich halte mich hier die ganze Zeit mit dem Scheißraum auf. Der mir echt nicht. Der mir jetzt echt nicht leicht macht. Ah ja, das kann ich ja sowieso vergessen. Mal abwarten. Ich wollte mich jetzt quälen mit so einem Raum hier. Nein! Fail! Oh! Scheißraum! Mann, das mit der Kamera ist auch total blöde. Ich kann ja auch nicht immer hier rumdrehen. Da hört er in einem bestimmten Dings da auf. Und dann kann man nicht mehr weiter drehen. Das ist immer das Doofe. Obwohl das Spiel richtig geil ist eigentlich, ne? Also, so will ich das mal sagen. Also, Devil May Cry 3. Da haben die nichts falsch gemacht. Und, ah, geschafft, geil. Was ist da hinten? Weiß ich jetzt nicht. Traue mich auch nicht. Wow, was geht ab hier? Ein weiterer Kampf gegen unseren Clown Freund Jester. Wo wir jetzt wissen, dass es Ackham ist. Oder Ackham. Ja, komm. Und er wird ja immer schwieriger. Es gibt auch einen Erfolg, wenn man ihn ständig auch immer besiegt, also findet und auch gegen ihn kämpft. Muss man jetzt nicht unbedingt, aber... Wenn man hier eben halt auch ein bisschen auf Erfolg aus ist, so wie ich, oder... Aua! Ich glaube, man kriegt auch was, wenn man das alles schafft. Ja, ein bisschen blöde, wenn es nur um Erfolg gehen würde, also... Sprich, das ist auch noch eine Belohnung,
eine Belohnung geben würde. Naja, quatsch nicht so viel rum hier. Mehr hast du nicht drauf, immer nur die gleichen selben Moves. Naja, ich hoffe mal nicht, dass er wieder mit seinem Ball da ankommt. Der war ja beim letzten Mal schon irgendwie scheiße. Voll aufgehalten. Jump hier mal nicht so blöd rum. Blöder Ampelmann. Oh, ja. Mit einem Scheiß. Au! Es wird ja auch immer schwieriger gegen ihn. Wer hätte es gedacht? Na 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 na, ein bisschen wenn na na Box, la 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 la, ich bin behindert im Kopf. Blöder Clown. Alter, du schluckst auch so viele Tausend von Munition. Nein, sein hässlicher Ball. Ja, toll, jetzt hat er auch noch Schutz bei sowas. Alter, und dann kommt seine hässliche Hand auch immer die ganze Zeit. Oh, ist das hässlich. Jetzt setzt sein Ball sich in Wehr. Wie dämlich. Ist ja hässlich. What? Wie nervig ist das denn? Why? Ey, muss schon sagen, ne? Der ist ja richtig ranzig. Scheiße, jetzt wollte ich wollte eigentlich die Waffe auch noch von Lady haben. Hier die Kalina Ann. Toll. Kann ich mich jetzt auch abschminken. Komm, wir setzen das mal ein, weil ich habe keinen Bock jetzt darauf. So. Ja, er mit seinem blöden Schutzschild auch. Schön schwierig machen, ne? Ja, wir sammeln an der Box, sammeln an der Box. What? Oh nein. Oh nein. Also wie fies ist das denn bitte? Alter.
Nein! Alter! Wie soll man dagegen ankommen? Das ist so mies. Oh Mann. Oh, diese blöden Bälle. Wow. Wie schnell konnte er sie wegteleportieren? Das ist doch voll mies. Wow, wow, wow. Chill. Oh Mann. Was macht er jetzt schon wieder? Oh Mann. Oh Mann, ey. Du mit deinem blöden Spielchen, Jester. Alter, du blöder Clown. Oh, 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 oh. Hammerhart. Wie dieser Kampf schon lange geht, ey. Wow. Jawohl, endlich geschafft. Oh Mann. Excuse me. Wer zuletzt lacht. Jester in all seinen Formen besiegt. So, okay.
So, jetzt muss ich mir erstmal wieder neu kaufen. Ja, eine Treppe, die ist da heile geblieben, da kommen wir auf jeden Fall weiter. Jetzt kommen wieder normale, glaube ich, wieder neue. Achso, nee. Ah, fuck! Nicht die! Die halten sogar noch mehr aus jetzt, wow! Warum die Segenmänner? Race I restart, Devil May Cry. Ich bin auch so blöd, ne? Ach komm. Wow, was? Die haben jetzt auch noch Schwerter oder was? Wow! Oh, Kamera! Komm! Segen. Aua. Sowas Blödes, ey. Dass sie sich so schnell bewegen. Komm. Ja. Ich glaube, da müssen wir weiter. Falscher. Oh, ich gehe auch noch den falschen. Nochmal, war diesmal schwieriger. Wir gehen jetzt die ganzen Räume alle nochmal, bloß ist alles schwieriger und ja, wollen uns eher bis zu jetzt zu Ackerhirm, also der jetzt hier diesen heftigen Schwert jetzt hat. Das wird auch noch spaßig gegen den. Ah, oh, Mann. Achso. Hui. So, jetzt wischen wir wieder ein paar Etagen weiter. Da ist oben wieder was. Achso, ja, da muss man ja auch wieder Doppelsprung haben. Was ich auch wieder nicht habe. Oder doch? Warte mal. Ah. Mal einsacken. Na doch nicht. Wenn ich noch genug Punkte sammeln. So. Was kommt als nächstes? Ja, warte mal. Oh, jetzt kommen die. Die sind auch voll krass. Wenn man damit da nicht aufpasst, das sind so komische Blutdämonen. Oh, da lang. Wow, so. Weiter, los, komm. Wir werden dich noch kriegen. Wir werden immer weiter den Turm besteigen, wie wir es ja zu vorigen Mal gemacht haben. Wir werden ihn schon kriegen. Wie viele Punkte habe ich jetzt schon? Ah, okay. Und der Auftrag ist noch nicht vorbei. Der läuft immer noch weiter irgendwie. Scheint angekommen zu sein. Unser Schatten.
here? You're here to ask me some questions. Well, too bad. I've already answered them myself. I don't need you anymore. Come on, poser. So wie bei Legend of Zelda, Link, seine dunkle Seite. So ist es auch wie bei Virgil. Oh. Quatsch. Bei Dante, natürlich. Naja, ne, da traust du dich, ne? Aua. Du bist viel zu stark. Nimm nur unser Schwert, Rebellion. Wie mies. Mieser Sack. Oh, das kennen wir ja schon. Die Mucke finde ich irgendwie voll cool. Warte mal. Ah, ich verstehe, warte. Hahaha. Jetzt bist du nicht mehr so stark, ne? Licht, Licht. Aua. Nicht nett. Achso, das geht ja nur unten. Aua. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Warte mal, ich hau mal ein bisschen dagegen. So. Nicht schlecht. Wow. Wow. Er muss mir in der Finsternis. Überlegt schon. Ich mach Licht aus, sagt er. Pech gehabt. Na komm, na komm, na komm. Ich warte. Aber nein. Na komm. Einfach Licht hier ausmachen, ne? Wow, 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 wow. Ah, du Penner. Ja, ist doch gut. Ja, so. Besiegt. Ins Licht treten. Das ist unser böser Dämon als Bild. Aber
Man kann sich nie selber besiegen. War ja bei Naruto auch so und auch bei Link. Ja, das ist eigentlich auch ganz cool eigentlich. Spezielle Kraft des Doppelgängers. Bei diesem Stil haben sie im Kampf mehr Möglichkeiten, diverse Taktiken und Kombos auszuprobieren. So, Swordmaster Level 3. Dance Massacre. Ist eigentlich auch ganz cool. Geil. Stufe 3 erfüllt. Ja, und im nächsten Part geht es weiter hier bei Devil May Cry 3. Ich hoffe, es hat euch dort gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mich damit unterstützen wollt. Wir sehen uns einfach in der nächsten Part und dann geht es weiter. Mal sehen, was uns da erwartet.